Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Regrowth. Mit dabei der Bayerwald. Hallo. Oh, ich glaube, der Bayerwald wollte noch ein bisschen Dreck sammeln gehen. Richtig, und ich werde mal unser Haus, das sieht ja echt schäbig irgendwie aus. Ich werde erstmal ein paar Steine farmen. Genau, ja, macht ja Sinn, weil ja. Bäume haben wir ja jetzt, Gott sei Dank. Richtig. Und hier habe ich mich mal runtergegraben. Ach, da hast du dich mal runtergegraben. Da könnten wir eigentlich mal hier von außen die Steine wegnehmen. Und von mir steht da, glaube ich, noch absichtlich dort gelassen, in der Hoffnung, oder so, dass hier keiner irgendwie ist ein feuchter Keller hier, kann das ja sein? Ja, ist ein ziemlich feuchter Keller, ja. Ich bin hier am Absaufen. Wackeln hier hin tun. Hier ist Dreck. Das ist schon mal gut. Hier erstmal runtergraben. Steine kriege ich ja eh genügend beim Runtergraben dann. Ich werde mich jetzt hier auch runtergraben. Vielleicht finden wir ja auch Erze oder sowas. Müssen wir mal gucken. Vielleicht, ja, wer weiß. Oh, Entschuldigung. Ja. Ja, es ist halt das, wenn man erkältet ist noch, gell? So. Ich habe hier Dreck. Den nehme ich gleich mal mit. Der Erze, Erzbüsche, irgendwas. Macht vielleicht Sinn, ja. Ja. Kann mal kurz hier ein Licht hinmachen. Baue ja nicht die Treppe ab, gell? Welche Treppe? Die ich hier gelassen habe. Wenn wir wieder hochkommen. Nein, du kommst da nicht mehr raus. Ja, Dreck habe ich gleich alles. Zumindest hier auf der Ebene. Na, ich muss ja auch mal erstmal eine Fackel setzen. So, das hier ist die Treppe. Hallo. Hallo. Da sind wir auf gleicher Höhe, das ist ja gut. Noch. Noch. So, den ganzen Dreck hier, jetzt die Schaufel auch gleich kaputt. Muss ich mir jetzt noch ein bisschen aufheben. Dass ich, ich hab Marble gefunden, wie schön. Hier ist auch Marble. Grab mich mal einfach weiter runter. Ja, ich nehme hier auf jeden Fall erstmal das Marble mit. Und schau mal, was da unten ist. In der Hoffnung, dass wir irgendwas finden. So. Mal gucken, ob wir da irgendwo was finden, was wir brauchen können. Muss ich gleich mal hoch und meine Spitzhacke wieder reparieren. Ja, ich habe auch vergessen, Flint mitzunehmen. Zum Reparieren von dem Scheiß. Aber naja. Ich muss mal gucken, habe ich Flint dabei? Ich habe sogar Flint dabei. Ja, das ist gut. Wie repariere ich denn das so aus der Einfach Hand raus? Bloß die Spitzhacke und den Flint ins Inventar. Also ins Crafting-Feld. Das reicht. Dann wird es repariert. Ah, hier ist... Hier ist Kies. Gravel. Wenn du Flint haben willst, musst du mal zu mir kommen. Ich kann dir noch Flint geben. Ich habe gerade Gravel gefunden, witzigerweise. Okay. Und nochmal Dreck. Muss mal schauen, F3, welche Höhe bin ich denn überhaupt? 32, okay. Geht's also noch ein bisschen runter? Bauen wir erstmal ein schönes Haus aus Marble. Man gönnt sich ja sonst nichts. Nehmen wir hier den Gravel mit. Dann kriege ich auch ein bisschen Flint raus, hoffe ich. Wenn wenigstens mal einer rausfallen würde. So, jetzt ist meine Schaufel kaputt, jetzt brauche ich doch einen Flint von dir. Muss er eben herkommen. Ich komme schon hoch. Oh, hippie, 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 hippie. Ich schmeiß dir mal 12 Stück dahin. Gracias. Jo. Ja, was essen. Oh, ich dachte schon, was glitzert denn hier? Dabei ist das mal ein Schmetterling über dem Kopf, der das. Dein Kopf, der glitzert. Was? Ein Glitzerkopf. Diorit? Ja, ist auch nicht schlecht, können wir auch mitnehmen. Ja. Können wir einfach hier runtergraben. Erstmal ein paar Rohstoffe hier sammeln. Ja. Hier mal einen Weg runter, dass wir hier unten irgendwo farmen können, weil es wirklich ist. Ja, was hier für Marble ist. Ja, das sind große Marble-Vorkommen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Die denn nachher schön alle geschisselt? Ja. Passt schon. Wäre ja schön, wenn es irgendwo Erze geben wird. Aber ich glaube, ja, es gibt wirklich hier nichts. Erst im Nether.
Dann? Müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es hier doch was, aber ziemlich weit unten vielleicht. Ja, ich bin jetzt gleich ganz weit unten. Ach, du bist schon gleich ganz unten. Ja, meine Spitzhacke ist kaputt. Schon wieder? Ja, die hält ja nichts aus. Das gibt dann nee. Das Problem. Das Zeug hier nichts aushält. Und erweitern macht auch keinen großen Sinn. Weil wir auch hier nicht wirklich was haben, was man draufknallen kann. Richtig. Ich habe auf jeden Fall nochmal Dreck gefunden hier. Dreck ist immer gut. Da damit wir das draußen schon mal alles anpflanzen können. Das ist Höhe 8 sogar. Müssen wir eigentlich nochmal nachschauen, ob sich der Rasen da jetzt mittlerweile ja. Ich bin jetzt auf Höhe 8. Vermehrt hat. Auf Höhe 8. Ja. Ich grab mich jetzt hier einfach mal irgendwo in die Richtung. Ja. In der Hoffnung, dass wir irgendwas finden. Irgendetwas wäre schön. Aber ich glaube, ich brauche dazu irgendwo eine Höhle oder sowas. Um was ja, zu irgendwo finden. Irgendwo wird doch mit Sicherheit eine sein. Ja. Aber ich glaube nicht, dass hier unten irgendwo was ist. Ich habe gleich erstmal das ganze Marble-Vorkommen hier oben. Ich glaube, mit Höhe 8 bin ich auch zu niedrig. Ich glaube, ich drehe mal um. Ich gehe mal ein bisschen höher. Ja, geh mal auf 12. 12, genau. 8, 9, 10, 11, 12. Das müsste 12 sein. Genau. Gehen wir mal in die Richtung. Auf 12 könnte ich noch eher auf eine Höhle stoßen irgendwo. Oder im Zweifel auf Lava. Ja. Ein elendig verbrennen drin. So. Marble ist jetzt komplett weg. Dann baue ich hier nochmal den Dreck ab. Ja, weil das machen wir dann auch noch ein paar Gemüsesorten züchten. Granit. Hui. Ja, kann man auch mitnehmen. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Das macht alles schön bunt. Unser Haus ist bis jetzt schön bunt. Ja, ja, muss man. Einen möglichen Mist zusammengeschustert. Villa Kunterbunt. Ja. Aktuell schon, gell? Villa Kunterbunt. Hm. Wie hier gar nichts ist. Was habe ich denn da gefunden? Limestone. Hm. Limestone. Hier ist noch nicht mal eine Höhle. Sand ist hier, ja? Super. Ja, man muss eben mit Schaufel reparieren. Ich bin auf ein Sandvorkommen gestoßen. Und die Spitzhacke ist gleich wieder kaputt. Ja, die Dinger, die halten ja nichts aus irgendwie. Ja, ist halt Flint. Kack, das war's. So, wieder reparieren. Wächst eine Höhle. Fick die Henne. Echt? Keine Höhle, nix da. Nee. Ich grabe jetzt hier noch, bis ich wieder Licht setzen muss, dann grabe ich mal in die andere Richtung. Hat irgendwas piepen gehört? Irgendwie eine Fledermaus oder so? Hm. Ich folge dir mal unauffällig. Grab dich mal in die andere Richtung, Axt. Ja. Und mal gucken, welche Höhe bin ich denn jetzt? Einfach, dass man. Ach, ich bin noch total hoch hier. Ja, das, weil ich bin auf 12, dass du irgendwie Höhe 16 oder was nimmst. Dich links und rechts reingräbst. Ah. Weißt? Hallo. Hi. Höhe 16, okay. Ja, irgendwo müssen wir doch was finden, was wie Höhle ist oder so. Okay, ja, grabe ich mich mal hier rein. Hast du Fackeln? Ja. Gut, wunderbar. Nicht, dass uns hier unten irgendwas überrascht, so bumm, weißt du, Creeper bumm. Ja. Und irgendwo dann drin stecken in den Felsen. Ach Gott, also Steine haben wir dann genügend. Mhm. Das ist von Vorteil. Weil ich jetzt gerade gar nichts gesehen habe. Wieso hast du gerade gar nichts gesehen? Ja, irgendwie hat es gerade so den Eindruck gemacht, als würde ich entweder ein tiefes schwarzes Loch durch einen Shader. Aber manchmal wird die Oberfläche irgendwie schwarz angezeigt, warum weiß ich nicht. Okay. Wenn du zu nah dran stehst. Das gibt das nicht, dass hier nichts ist. Ist was so überhaupt gar nichts. Ja, okay, ist wahrscheinlich, ist ja auch Sinn und Zweck. Es ist ja alles ausgebeutet im Endeffekt.
Rohstofftechnisch. Ich höre irgendwo Lava. Obwohl Lava okay. ist, sollte auch irgendwie sowas sein wie eine Höhle. Nicht unbedingt. Kommt immer drauf an, wie du dich da reingibst. Oh, ich habe Sand gefunden hier. Ja, habe ich vorhin auch. Sand, aber mehr nicht. Nur Sand. Ja, Spitzhacke ist schon wieder kaputt. Was machst du denn damit? Steine kloppen. Ich habe aber die Lava nur blubbern hören. Mehr nicht. Ist bestimmt über dir. Ja, mit Sicherheit. Aber wie weit? Das ist die Frage. Ja. Nur eine Länge grabe ich noch, dann drehe ich wieder um. Kommt wieder Dreck. Ich höre einen Slime. Ah! Was ist denn das? Hat hier gerade einen Dreckslime. Okay. Ja. Ich höre hier einen Zombie bei mir. Mir kam aus der Erde kam ein Slime raus. Der ist ja auch alles verseucht hier irgendwie. Ja, ja, eben, eben. Weil letztes Mal habe ich einmal einen Erdblock abgebaut, da kam irgendein Wurm raus. Okay. Ah, ich sehe deinen Namen. Oh, hier geht's hoch. Zack, zack. Ach, du greifst in die Richtung, dann grab ich mal hier. In die andere. Genau. Muss doch irgendwo hier was sein. Jetzt habe ich hier schon wieder Erde gefunden. Eine ganze Folge nur am rumgraben. Suche nach der Höhle. Wir hätten auch einfach ein Erdloch nehmen können und reingehen, gell? Aber ich wüsste gar nicht, ist da überhaupt eins bei uns in der Nähe? Ich glaube nicht, gell? Glaube ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass du mit diesen Maps, die du ab und an findest, da sind Quests drauf, zum Beispiel Bluttempel oder sonstiges. Ach so, ja. Mit Koordinaten, aber dann, ja. Das glaube ich, da sind wir noch zu schlecht ausgerüstet. Oh ja, wir schaffen es ja noch nicht mal, einen Endermann zu töten. Ja. Aber bis jetzt haben wir es noch nicht gemacht. Ich hatte mich ja schon mal mit zwei kleinen angelegt, war ja, nicht so gut. Das Ergebnis haben wir ja gesehen. Ja. Ungesund. Sehr ungesund. Ja. Hier war wieder Gravel drin. Ja, ich muss schon wieder meine Spitzhacke reparieren. Also siehst du, wie schnell das geht, gell? Die hält einfach nichts aus, der Schrott hier. Und diese Billig-Spitzhacken. Ah, da ist Sand. Discount-Spitzhacken. Ja. Hier ist Sand. Und weiter geht's. Da ist noch mehr Sand. Weil das hier gar nichts ist. Das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Oh, jetzt kommt die schöne Minecraft-Musik. Nee, bei mir nicht. Ich höre die Lava wieder blubbern. Also unter mir ist Gravel jetzt. Irgendwie. Ja, okay, aber das hat ja nichts zu sagen. Ja, Spitzhacke kaputt. Schon wieder? Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt dann genügend Steine, um mal mit dem Häuschen anzufangen. Das ist schön. Müssen wir bloß braten. Ich weiß nicht, man muss mal gucken, wie die geschisselt aussehen. Scheiße. Zumindest meistens schaut Cobblestone scheiße aus, geschisselt. Okay. Aber das sehen wir ja dann, können wir ausprobieren. Ja. Oh, es wird hier gerade ein bisschen dunkel. Ah, Lampe. Hier gar nichts, überhaupt nichts. Verdammte Axt. Hier bei mir ist auch nur Stein hier. Ja. Wahrscheinlich sind wir genau auf so einem Loch, wo keine einzige Höhle drunter ist. Jetzt habe ich hier wieder Sand, roten. Bei mir ist gerade stockfinster. Ja, Lampe hin. Und die Spitzhacke zerträmmel ich jetzt noch und dann ist... Ja. Also hier ist ja gar nichts. Ja. Wird nichts mit der Höhle oder was, dass man sagen könnte, oh, kurzes Lag. Ja, ich hab's gemerkt. Stein wieder da war. Auf einmal war wieder ein Stein da. Wie hier gar nichts ist, aber auch absolut nichts.
Ja. Ah, schon wieder. Was bist du? Der Dreckblock ist schon wieder gehüpft. Okay. Wieder ein Hüpfen, Dreckblock. Ich sehe schon, komm, ich grab gleich hier eine Höhle rein und ich merk's noch nicht mal. So hast du keine Fackeln mehr. Doch. Schön graben. So, jetzt ist gleich Schluss. Die Spitzhacke gleich kaputt. Ja, ich mache meine jetzt auch noch einmal kaputt und dann. Also Oh, das ich leckt höre jetzt schon aber mal. gerade. Das leckt gerade richtig. Echt? Wieso? Weiß nicht, zu viele Chunks geladen. Eigentlich nicht. Ich höre eine Spinne hier irgendwo. Dann grab dich doch mal in Richtung Geräusch. Da bin ich gerade. So rechts oben hier. Pass mal auf, ich grab hier die ganze Zeit und wundere mich, warum ich hier nichts finde. Und dabei bin ich bestimmt unter Wasser irgendwo schon. Unter dem Meer. Ja, das könnte schon sein. Ja, hier höre ich eine Spinne. Ah, jetzt habe ich die Lampe abgebaut. Ich habe eine Höhle. Du hast eine? Ja, aber eine ganz kleine. Oh, kleines Scheiße. Da ist auch gar nichts drinne. Ah! Was? Ich brenne. Du brennst? Ich bin in die Höhle reingegangen. Ah, das. Scheiße! Weißt du, was das war? Da war Gas drin. Sei vorsichtig, wenn du in so eine Höhle reingehst. Da war Gas drin. Ja, ich habe eine Fackel reingehangen. Das Gas hat sich sofort entzündet. Die ganze Höhle hat gebrannt und ich war vergiftet. Oh, cool. Cool, also wenn ihr es sehen Verdammt! wollt, müsst ihr mal bei mich nachts nicht vorbeischauen. Also Begeisterung sieht anders aus. Ja, das denke ich mir. Ich habe mich schon gewundert, warum die Höhle leer ist. Oh, die Spinne höre ich. Passiert das jetzt nochmal, wenn ich hier eine Fackel anzünde? Nee. Es war also nur einmalig. Also hier ist irgendwas. Ah, ich habe die Höhle. Ja, aber sei vorsichtig, mach da nicht gleich, oder mach am Anfang eine Fackel rein. Aber da bei dir irgendwelche Viecher drinne sind, dürfte eigentlich kein Gas drinne sein. Mache ich jetzt so hier zu und grab mich mal hier hinten in die Höhle rein. Weil hier sind auch Zombies. Ja, Zombies, die können ja überall überleben. Ja. Ich bin immer noch vergiftet. Ich grab mich jetzt mal hier hoch. Ich habe einen richtig schönen tiefen Zug genommen von dem Gas anscheinend. Oh. Lecker. So, jetzt bin ich oberhalb. Wo bist denn du jetzt? Hier, bei dir auf der gleichen Höhe. Ich sehe deinen Namen nicht. Den Gang, der von dir rechts weggeht, nach hinten. Nach Hör ich rechts, ah, jetzt. nach hinten. Ja, Oh, hier ist okay. fetter Höhlen-Ding. Ich komme mal rüber. Hab hier auf jeden Fall fette Höhle. Ich frage mich, wie lange diese Vergiftung anhält. Weiß ich nicht. Dauerhaft. Bis ich sterbe, atomar verseucht, so. Oh, ich habe keine Fackeln mehr. Ich habe noch welche 14 Stück. Das ist gut, aber Ich bin gerade auf dem Weg zu dir hin. hier ist auch nichts Aber drin. das ist echt übel, das hatte ich vorher noch nie gehabt. Mal essen. Ja, das ist ja alles ein bisschen neu. So, rechts hoch, genau. Habe ich mich einmal rundherum gegraben. Welche Höhe Ich höre ist? irgendwo ein Skelett. Ja, irgendwo da hinten. Also entweder dahinter oder dahinter. Hier hinten ist. Bewaffne du dich mal, ich nehme die Fackel und Dann, setz sie. Wolltest du hier hinten hoch oder? Ja, hier hinten geht's noch hoch. Oder da, Oh, da hinten. hier ist alles voll mit Creepern. Oh. Wo denn? Links. Ach, hier unten. Da ist schon einer. Und rechts von uns scheinen irgendwelche Landviecher zu sein. Au! Er ist tot. Da kommt der nächste Zombie. Aber mach mal da hinten im Eck Licht. Hier, dass hier nichts kommt. Der kann ja eh hier nicht hoch, der Zombie.
Das ist das Schöne. Aber hier ist auch irgendwie gar nichts, gell? Fledermäuse sind hier noch. Ja, aber sonst ist auch nichts da. Hier unten ist auch noch ein Zombie. Ja. Da hinten ist, da kommt noch ein Teleportations-Creeper. Ja, der kann hier auch nicht hoch. Da ist ja auch nichts drin in der Höhle. Ja. Sehe hier auch nichts. Ungesund, lass uns hochgehen. Wir haben ja. Steine, haben wir. Ja. Loch haben wir auch für eine Höhle gefunden, das ist ja schon mal gut. Da hängt auch eine Fledermaus. Wo geht's hier raus? Rechts ist ein kleines Loch in der Wand. Hast du es gefunden? Nee. Warte. Ah, hier. Warte. Du weißt doch, bei sowas verlaufe ich mich immer. Ja, Papi nimmt dich an der Hand. Ja, ja. Was ist denn da hinten? Weißes. Siehst du das auch? Nö. Wenn ich da in die Richtung schaue, ist irgendwas Weißes hinten. Nö. Es sei denn, es ist der Chunk, der dann nicht mehr geladen ist. Das kann natürlich auch sein, dass es die Chunk-Grenze ist. Ich bin immer noch vergiftet, ey. Scheiß Grubengas. Wieso, wie viel? Musst du mal E drücken? Steht ja drauf, wie weit. Wie lang es noch andauert, die Vergiftung. 0,00. Echt? Ja. Ja, nachher mal relocken. Vielleicht hat das irgendwie einen Bug oder was. Möglich. Aber wenn 0,00 dort steht. Ah, du hast hier Treppe weggemacht. So. Ja, hier ist unser Wasserbassin. Und hier geht's irgendwie raus. Ah, es ist Tag. Aber gerade richtig drin gewesen, dass wieder Tag ist. Das ist schön. Da steht so ein Dreckscreeper oder steht ein Wolf. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wo steht ein Wolf? Vor dem Haus. Rechts neben dem Haus steht ein Wolf. Nö. Oh, steht Creeper und ein Wolf. Nö. Hier unten. Nö. Eine Katze. Nö. 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 Wo denn? Irgendwie, weiß ich nicht. Hier steht eine Katze. Bei mir. Nein. Vielleicht irgendwie... Gillette steht noch da. Ich würde mal sagen, das ist gerade hier irgendwie ein bisschen verbuggt gerade. Aber nur ein bisschen. Ein kleines bisschen. Jetzt räumen wir mal den Scheiß aus und dann beenden wir auch die Folge. Und ich werde dann wahrscheinlich nochmal reloggen. Ja, ich auch, weil irgendwie seltsam gerade. Ja. Weil hier stehen bei mir überall Monster rum, aber die bewegen sich nicht. Okay. Ja, also deswegen wahrscheinlich. Komisch, 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 komisch. Ah, oh, egal. Naja, okay, dann beenden wir die Folge hier. Ja. Das Fleisch noch runternehmen hier. Ja, hier, Gammelfleisch. Hängen wir noch ein bisschen Hirn dran. Haben wir noch Hirn? Haben wir noch ja, Hirn. Unten. 6 Stück. Da, 6 Hirn. Zack. So, zum Trocknen aufhängen. Ja. Da würde ich sagen, sagen wir danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Ciao.